Die sagt eigentlich mehr so Nussknacker, aber liegt wahrscheinlich an der Übersetzung. So. Ich hätte, wie gesagt, noch die Göttinnenstatue gerne, aber... Was ist das denn? Aufnahme mit Reigns. Vielleicht haben wir das schon, ich weiß es nicht. Vielleicht kann man die Dinger, die Kassetten, ich habe es noch nicht ausprobiert, aber ich vermute, dass man vielleicht mit einer Boombox oder so die Dinger vielleicht auch mal anhören kann. Moment. So, gehen wir raus. Plopp. Aus die Maus. Raus aus dem Haus. So, da sind wir morgen BFFs mit Gast, ne? Das ist nice. So. Hopp. So, Lanze, da fehlt die 4 noch. Klinge fehlt die 1. Für die Menge. Denkerdose, ja, da hatten wir auch schon. Wo ist sie denn die? Ja. Ach hier. Da fehlt tatsächlich noch die 4 und die 3. Doof. Dann machen wir das Ding mal. Und jetzt hauen wir uns mal, nachdem ich noch Zeug in die Kisten gedonnert habe, einfach ins Bett. So. Alles sortieren. Platsch. So. Mal gucken, was morgen so ansteht. Sagt ansonsten mal zum Muser. Muser, Mason. Wir müssen auch ähnlich heißen. So, was will der Steinmetz denn von uns wieder? Sozusagen. Die Lamas muss ich auch nochmal hier irgendwie, naja, umsortieren. So. Ja, Nase juckt. Aber. So, das Ding ist fertig. Kommst du mit? Danke. Habe ich ja das Ding immer umparkt. Eck. Von Merlin. Alte Teile. So, Mason. Der ist da oben, logischerweise. Machen wir gleich. Erstmal noch einen Handelsauftrag. So. Ich mach den Higgins, ich warte vor der Tür. Ah. Boom. So. Dann, ja. 4 Aluplatten hier. Ja, warum nicht? Das ist, haben wir die noch dabei? Hab ich nicht weggetan, oder? Ja. Na dann. Hat relativ schnell erledigt. Hoppala. So, dann gehen wir erstmal runter und holen mal Blumen und ein Zeug. So. Und hopp. So. Ja, moin. Ich bin sein bester König, sein bester Kunde. Bester König. Jetzt geht's los. Ich kaufe auf jeden Tag irgendwie eine Kommode. Die hab einen riesen Verschleiß damit. Was ist eigentlich beziehungstechnisch mit ihm aus? Fehlt auch nicht so viel, ne? Hi. Stop by if you need any supply. Na klar.
Spitzhacke habe ich leider keine mehr. Naja. Ein Äpfelchen reicht es erstmal für den Anfang. So. Flup. Mal gucken, ob der Rest auch da ist, aber ich glaube. Nee. Die sind bei der Arbeit etc. Wo ist Ginger eigentlich? Hm. Aber es ist Herbst, es ist nicht so warm, da geht sie meistens raus, ne? So, dann gucken wir mal. Kaffee, A und G Bau. So. Das einer. Also, halt. I can get a lot of leaves in this season. And then can take them to make some stuff for my sister. Das war flott. Looks like you spent some thought on this. Na klar. Das war ja unerwartet. Rumsti. Bester Freund. Gute Freundin. Beziehungsvorteile. Bekannter, Freund, Liebster. Der Liebster ist er ja nun nicht, weil wir sind keine Frau, aber. Ich werde nicht mehr nach Ginger sehen, wenn sie mit dir ausgeht, okay. Ach so, wartet mal, ich habe gerade überlegt, aber Ginger, das Date ist heute. Ich dachte gerade, verschwitzt. Aber nee, das ist heute. Dann lass uns mal flott zu Mason. Die Knuffis, die sind heute mal knufflos. Kommen wir momentan ohne aus. Ich will mal eine Abkürzung nehmen, wenn das geht. So, ich muss. Abgesehen darüber, ne? Echt jetzt? Oh, das ist nervig. Du hast schon mal erwähnt, dass diese Alpha-Wände hier trotz fliegendem Gefährt für einen Eimer sind? So ein Quatsch. Echt jetzt? Ist jetzt in der Stadt? Gut ist, dass das Schwein relativ flott unterwegs ist. Tatsächlich. Hey. Die Seele eines Künstlers. Vitrinen. Okay. Drei Schaukästen. Boah, kriegen wir hin. Das sollte sich doch machen lassen. Wartet mal, das wird sicherlich. Faserstoff. Nun. Woher habe ich das gewusst? Gut, dass ich das vorproduziert habe.
So, Auftrag erledigt. Seele eines Künstlers, mein Arsch, hätte ich was gesagt. Man sagt im Englischen ja so schön, my ass. Am Arsch die Waldfee, muss man sozusagen. Macht sich wirklich des Öfteren mal unbeliebt mit seiner Art und Weise hier. Weiß immer noch nicht, was ich richtig von ihm halten soll. Wie schnell ist der denn? Wo ist der denn schon wieder? Moment. Hä? Wie schnell ist der denn zu Hause? Moment. Jetzt nehme ich aber das Taxi hier. Da. Alter. Fällt mir nichts so ein, ne? Und dann geschwind zurück nach Hause, weil... Muss man auf die Uhr gucken, wie es mit dem Ginger Date aussieht. Ja, ein bisschen Zeit haben wir noch, aber ja. So, Hauptsache, kommt mir jetzt nicht quer mit irgendwas. Wo will er eigentlich einziehen? Er sagt ja irgendwas von einem Haus, aber... Beziehung mit Wuva, warum auch immer. Oder, ne, war das Wuva? Einer der Brüder halt. Mission haben wir nichts. Das ist, Geld kommt und gibt dir Geld. Ja, das ist ganz nice to have, aber... Ich glaube, an Geld mangelt es uns gerade nicht. So, zurück zum... War das Friedhof? Ja, hier die Ziviltruppe hier oben. Um das Gefährt wieder abzuholen. So, Aufnahme okay, Aufnahme okay. Ich traue dem Ganzen irgendwie immer nicht. Nachdem es die letzten paar Male, also vor einiger Zeit, immer mal so ein bisschen abgeraucht ist und Audioprobleme gab. Hi. Verdammt, was soll denn das immer? Hey. Hi. I love to make things with my hands. It really brightens up my day. Ich weiß. Wie ist denn das eigentlich? Kann nur Freunden gegeben werden. Oh! Let's be together. Ginger wurde dein Schatz. Ha, cool. Das war ja einfach. Nein, aber ja, ihr wisst, was ich... Oh. Einfach nicht, das war... Huch. Das ist ja cool. Das ist ja... Ich hab doch noch irgendwo einen Ehering in der Kiste, ne? Oh. Das wäre dann ein Auftrag für morgen. Stellt euch mal vor, das Schwein hier so hinten mit so einem Aufkleber drauf. Just married. Also frisch verheiratet. Boah. So. Brauche ich mir jetzt keine Sorgen mehr machen, dass Ginger irgendwie das Zeitliche segnet. Ja, da. Das ist cool. Wir kümmern uns mal um die Tiere. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass sie ja sagt. Ich freue mich total, aber ich hätte nicht gedacht, dass sie ja sagt. Weil das will nicht die Schweine verkaufen. Die Schafe verkaufen.
die Frage, ob man BFF und Hochzeit, ob man da zusammen wirklich beste Freunde sein muss für. Aber ich meine, sie ist ja quasi verlobt jetzt mit uns. Mal schauen. Finde ich gut. So. Hopp, 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 hopp. So. Großartig, was steht eigentlich nicht an, ne? Wir warten mal auf Ginger so ein bisschen. Können wir noch irgendwas mitnehmen, was Sinn macht? Habe ich noch Blumen dabei? Ja. Möbel kann ich nicht mehr kaufen. Ich habe zweimal Blumen, oder? Nee, einmal Blumen. Oh, wir haben Eck heute noch nichts geschenkt, ne? Das können wir auch mal machen. Er kocht nicht? Wo ist er denn? Das mit dem Geburtstag von Miss Lucy ärgert mich so ein bisschen. Aber was willst du machen? Kannst du machen? Nix. Oh, da ist die Katze. Pinky! Hi! Achso, ich habe keinen Fisch, ne? Ich habe dich gerade mit QQ verwechselt, sorry. Oh, was ist das denn? Aha. Wir können Pinky adoptieren quasi. Oh, das geht schon? Na dann. Na lass uns mal essen gehen, würde ich sagen, diesmal. Aber diesmal richtig. So. Strahlt sie mehr als sonst? Oder täuscht das? Ganz schön belebt heute. Na klar. So, dann bräuchte ich wieder Zettel und Stift und darf diesmal nicht verkacken. Wie gesagt, wie beim letzten Mal. So, Entschuldigung, das war meine Schranktür. So, Block. Beim letzten Mal. Ja, wir gucken mal. Zack, falscher Knopf. Hier ist sogar noch was von Porsche vom letzten oder vorletzten Mal offen. Über Lieblingsessen reden. Ja, kaltes Eis hatte ich schon gesagt, bekommt mir auch nicht. Wir schenken. Blumen. Bestellen, ich hätte bestehlen gelesen. Whoops. I don't have a job right now, but I want to be an architect like my brother when I get better. Zu viel Zucker. Ja, kann ich verstehen. So, bestellen. Ich lade dich ein, genau. Du kannst ganz was Teures bestellen, wenn du möchtest, Mädel. Das ist kein Problem. So, wir haben iTart. Kieferhahn. Was ist das denn? Klingt ja kriminell. Oder, naja, schrecklich. Vanillepudding. Pudding. Feuerfruchtmix. Das hat sie schon mal gegessen. Und nein, ich habe mir das nicht gemerkt, das steht auf meinem Zettel drauf. Frittierte Rippen. Also Rippchen. Und Regenbogenlimo. So, dann haben wir das.